Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Ja, beim letzten Mal haben wir uns die Galeone geholt. Das weiß ich noch. Und sonst, weiß ich nicht, sind wir hier auf der Insel jetzt, wo wir noch ein bisschen was erkunden können und noch andere Sachen zu tun haben. Obwohl wir jetzt erstmal James Kidd wieder treffen sollen. Deswegen waren wir eben Außenhaus, obwohl wir im Haus drin waren. Okay. Kommen wir hier noch höher? Ja, alles klar. Ja. Und ich dachte mir, wir schauen jetzt mal, was es hier noch so gibt. Da gab es nichts mehr. Gab es hier noch irgendwo was? Wahrscheinlich ja nicht. Nö. Was sagt denn die Karte? Wir sollen ja normalerweise zum Schiff zurück. Aber das will ich gerade nicht. Ich will erst mal aufdecken gehen. So, gehen wir mal hier raus. Lauf noch langsamer. Dann ist er voll langsam. Ja. Da kommen wir hoch. Sonst hätte ich anders geguckt, aber wahrscheinlich wäre das nur ein riesen Umweg gewesen. Da unten ist das Schiff, wo wir hin sollen. Okay. Und? Zack. Wir könnten jetzt runterspringen. Mal mir wurde auf die Karte. Aber. Wow, was ist, gibt es hier denn noch alles? Uiuiui. Das ist ein Rieseninsel, ne? Gibt's Wildschwein? Wir können uns aber mal das Fragment holen. Ah ja. Aussichtspunkt ist komplett. Tonfender, Notenblätter, Animusfragmente, Geheimnisse. Geheimnisse. Das wird das sein, was wir einfach so finden, wahrscheinlich irgendwo. Ich glaube, auf der Karte sieht das auch immer weiter aus, als es in Wirklichkeit ist. Weil da vorne ist das Ding nämlich schon. Jo, warum nicht? So, wo haben wir denn die Kiste hier? Platz weh? Stell ihn nicht so an. Sonst quackst du auch nicht so rum. So. Ja. Wir gehen erstmal dahin. Ich würde sagen, das machen wir erstmal, bevor wir die Story weiterverfolgen. Weil durch Sachen erbeuten und so alles kriegen wir ja bessere, also mehr Geld. Dann kommt halt Ausrüstung, die wir uns herstellen können, oder so also Wildschwein und alles jagen. Und ja. Und das ist jetzt unsere Heimat hier, oder wie, oder was? Scheinbar schon. Ich glaube, ich muss irgendwo hier lang. Da, wo wir beim letzten Mal durchkamen. Ja, das ist ein bisschen Umweg, jetzt, aber gut. Was soll's. Das ist ein ganz schöner Umweg. So. Da. Okay. Habe ich beim letzten Mal nicht gesehen, den Weg. Oder sind wir hier doch schon lang gewesen? Ich glaube, Kids sind mir hier gefolgt. Naja, sind wir auch. Was machst du für Geräusche, ey? Da kommen wir nicht durch. Die Truhe ist direkt vor unseren Füßen. Ist klar. So. Nächstes hätten wir da. Und Notenblatt in der Nähe. Okay. Hier war das, wo wir das andere gesehen hatten. Naja. Ich glaube schon. Ja, wo wir hier hochgeklettert sind. Und Adlerauge eingesetzt haben. Jetzt ist es nicht mehr da. Das Geheimnis. Mal gucken, was da oben hängt.
Das ist das Notenblatt. Warum auch nicht? Hallo? Aha. Okay. Ich wollte schon sagen. Und es haut das Notenblatt ab, ist klar. Hier geblieben. Ist meins. Shanti. Okay. So, dann schauen wir mal. Kann ja nur hier lang sein. Oder auch nicht. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Nee, doch. Hier waren wir auch schon. Was ist denn hier? Gar nichts. Ne. Wofür ist der Weg da? Für irgendwas muss da ja gut sein, eigentlich. Aha. Hui. Um hier runter zu rutschen, alles klar. Was haben wir hier? So ein kaputtes Schiff? Ah, hier ist die Flaschenpost, alles klar. Bin ohne zu wollen zur Flaschenpost gerannt. Dann holen wir uns die mal. Da vorne. Siehst du gar nicht, wenn das so hell ist. Die Musik fehlt mir gerade wieder. So ein bisschen. Wieder so ein Brief. Zum Mainnamen und Ursprung. Hey, war ich nicht. So, dann zeig mal. Wir sind ja komisch gelaufen. Frage ist, komme ich hier durch hoch? Ja, ne? So meistens so. Jo. Natürlich. Und fallen voll ins Wasser. Das klare Wasser. Sieht so geil aus. Naja, da will er uns wohl nicht hochlassen. Scheint so. Dann gehen wir mal hier lang. Okay. Und hier. Fahren hier runter. Und sind wieder sonst wo. Hier sind wir wieder auf der Rückseite. Wo wir an Land gegangen sind. Ah, guck mal hier. Was gefunden, so ein Boot. Okay. Kann man mal machen. Dann wollen wir hier mal wieder hoch. Können auch ganz schnell aufs Schiff rauf, aber ich glaube, das triggert dann die Hauptmission. Ups, sorry. Und ja, das wollen wir ja gerade nicht. Weil ja, man die Insel komplett haben will. So. Was solltest du nicht machen? Diese Steuerung, geil. Ich vermute echt langsam mal, dass das am Controller liegt, den ich hier nutze. So, hier hat mir die eine gehabt. Ach, komm schon. Hui. Hui. Diesmal krachen wir dann nicht fast runter. So wie beim letzten Mal. Hui, hui, hui. Naja, treffen mich mal. Machen wir jetzt aber echt nicht. So. Frage ist, ich guck mal kurz. Okay, das stürzen wir nur ab. Ach, guck mal, was wir da haben.
Na? Gut. Gut, dass wir zwei Waffen haben. Nochmal nachladen, bitte. Bleib einfach mal stehen. So, dann holen wir uns die Echsen mal, wenn ich diese finden würde. Okay, da ist eine. Und da. Ja, eine war voll zu übersehen. Aber zum Glück wird es auf der Karte angezeigt. So, was haben wir hier denn noch? Ich glaube eher nix. Das sowieso nicht. Wir müssen noch mal ein bisschen so gucken. Weil es gibt ja so Geheimnisse noch hier. Geheimnis 1 und 2 halt. Ja, wenn wir rennen, dann geht. Ah, das Auge jetzt weg. Okay. Ja. Seht ihr, was ich da sehe? Ich glaube, da wurde nicht richtig dran gearbeitet. Ab. Ist hier irgendwas? Nee, hier nicht. Okay. Okay. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Da drüben, okay. Wir sind ganz woanders jetzt. Dann gehe ich jetzt mal da lang. Dann ist auch Notenblatt. Nee, 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 nee. Hopp, hopp, hopp. Hopp, galopp. Okay, nee, wir müssen wieder zurück. Und dann da lang. Hoffe, wir sind mal beim letzten Mal nicht hin. Wow. Wow. Puh. Wow. Boy, Mistvieh. Hoi, 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 hoi. Ich habe schon gesehen, dass da was Rotes war auf der Karte, aber trotzdem. Meine Güte, so schnell kannst du doch gar nicht zielen. Mist, wie. Hey, hier geblieben. Mann. Ich hasse die Notenblätter, die einfach abhauen dann, wenn du da bist. Hier geblieben. Weg ist es. Ehrlich? Ah. Toll. Da haben wir die Truhe. Mann. Können wir nochmal zurück und wieder hin? War zu blöd gerade. Zu blöd, zu blöd. Wollte schon sagen, da oben ist so ein Fragment, aber ne. Hier war das nämlich. Hier sind noch Leguane. Toll. Muss ich später dann wohl nochmal machen, ne? Ah, naja, was soll's. So hätte ich das gekriegt wahrscheinlich. Was ist los? So. Bis. So. Hier ist hier vorne. Bis. Normalerweise rennen die ja immer gleich weg, wenn die einen sehen, aber der diesmal nicht. So. Wollten den Bau hier nicht nochmal machen. Okay. Rutsch, alles klar. Das ist wieder da. Okay. Nee, nee, nee.
Hier geblieben. Geht doch. Jetzt haben wir das auch. Wir müssen da hinten jetzt hin. Hui, Frage ist, wie kommen wir denn da am besten jetzt hin? Ich glaube, irgendwie hier hinten lang. Kommen wir hier lang? Was ist hier? Achso, da war die Truhe. Dann glaube ich, müssen wir hier irgendwo lang. Was haben wir hier? Ah, Leg One. Leg One. Was ist es? Wem hatte ich ihn noch gesehen? Huh. Oh. Okay. Aha. Dann schauen wir mal, wo wir hier lang kommen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Hier kommen wir hier lang. Was für Wege, ey. Da läuft sicher. Ich glaube, jetzt kommen wir da vorne wieder raus. Wo wir eben rein sind. Naja, klar. Will ich doch. Naja. Dann laufen wir mal hier lang. Yay! Frag mich, wo die Kisten sind. Da kam eben nicht lang. Los, unten durch. Und hopp. Bisschen tief, würde ich mal so sagen. So, dann wollen wir mal hier lang. Hier sind wir auch zu Anfang lang. Hopp. Vielleicht kommen wir von hier aus rein. Hopp, hopp. So. Da war beim letzten Mal oben das Symbol, glaube ich. Also das Fragment. So. Warte mal, hier war nichts mehr hinter, ne? Hier war die Truhe. Ah. So hätten die mich nicht gesehen, ne? Nein. Okay. Hier ist nix, da kommen wir nicht lang. Hier ist noch ein Weg. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Müssen wir hier lang. Dahinter irgendwo, ne? Oioioi. Hallo, ich will aber nicht wieder so komisch im Kreis laufen. Jetzt bin ich wieder hier. Oder sind die da unten irgendwo? Kann das auch sein? Vielleicht. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich die da irgendwo übersehen. Ne, die sind da oben. Okay. Irgendwo da oben. Hui. Na? Okay. Alles klar. Warum nicht gleich so?
Okay. Und zack. So. Die da. Wo kann die denn sein? Geht das zum synchronisierenden Platz? Nö. Hui. Ich glaube aber, wir können da hinten wieder hoch. Sieht zumindest so aus. Wow, wie lange ich da jetzt schon dran hänge, gerade die Insel zu erkunden. Schon ganz schön. Zumindest die Sachen hier zu finden. So, dann ab nach oben mit dir. Okay. Ah, das geht schneller als die Sprossen hochzuklettern. Ah, okay. Warum nicht gleich so? Und darum, weil man einfach gegen die Wand klettert. Kann man hier hoch? Ja, er kommt hier hoch. Alles klar. Dann. Hui. Okay, den Weg kenne ich hier noch nicht. Da haben wir die Truhe. Die letzte. Das Geheimnis. Ein Geheimnis fehlt hier noch. Das ist die Frage. Hier ist gar nichts mehr. Zack, zack. Kommt da hoch. Hui. Ah, das wusste ich auch nicht, dass man von da aus da schnell hinkommt. Wahrscheinlich. Da haben wir noch Wildschweine. Können ja mal gucken, ob ich noch eins krieg. Ne, das ist ein, das ist dasselbe hier, oder? Das kennen wir ja schon. Jo, das kennen wir schon. Wildschweine sind da lang. Das ist ein Jaguar, weil. Aber bis jetzt kein weiterer, ne? Bis jetzt der einzige Jaguar. Da oben? Sollen wir denn da hochkommen? Okay. Wie soll man da denn hochkommen? Das ist die Frage. Dahinter. Irgendwo. Merkwürdig. Wo geht das hier lang? Na, guck mal, da kommt. Willst du mich verarschen? Kommt so weit hoch. Dann rennt er wieder runter. Ist richtig. Okay, dann sollst du da nicht hochkommen. Da kommst du auch nicht rein. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So.
Ja, dann ist es eben so. Muss man später nochmal gucken. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg dahin. Tja. Jetzt sind wir wieder hier drin. Mich würde mal interessieren, ob hier noch mehr gibt. Weißt du nur das? Hier so ein Durchgang ist. Da kommst du hoch. Und hier kommst du durch. Wir mussten aber beim letzten Mal da hochgehen. Ah ja. Okay. Wie kommst du also da durch, wenn du von der Seite kommst? Alles klar. Ich schau mal kurz. Ob wir hier irgendwie zu denen hochkommen. Es fehlt ja nur noch ein Geheimnis. Was sind das, die Schweine? Die Wildschweine. Man da hoch? Ne. Hier irgendwo. Das ist so, wow. Da. Hip, hip. Weil das hier angezeigt oder wie ist das? Ich sehe ja gar keine da. Der Punkt ist halt verschwunden jetzt. Aber dann sehe ich hier echt keine. Achso, ich habe mich schon gewundert, was das für ein Geräusch ist. Ja. Keine Ahnung. Wir wurden hier nämlich angezeigt. Hier. Okay, weiter geht das nicht rein. Dann nicht. Dann eben nicht. Dann gehen wir wieder runter. Irgendwie haben wir die gerade wieder laufen falsch, oder? Nee, doch nicht. Yay. Dann treffen wir mal Kit. James Kit. Schiff. Was war denn das? Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piraten, Kid. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen.
Eins ist sicher, du magst gefährliche Presen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. Mission beendet, 100%. Ja, alte Bucht. Tschüss. Ein Geheimnis fehlt hier noch. Okay. Yo. Yo, yo, yo. A few Dutchmen and a Portuguese trader stop through. Mutual profit makes fast friends. Ja, aus dem Weg. I see. Is your reason? Was ist das da hinten? Was ist das? Habt ihr einen Moment, Captain? Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Soll die Konstruktion verbessert werden? Kaufen. Geil. Ah, cool. Lauscht ihr am alten Seebär, Captain? Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemanns Herz besänftigt. Okay. 3500. Ihr macht einen alten Seebären stolz und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. Ja, ja. Dann soll er das dann machen. Habt ihr einen Moment, Captain? Ich rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Kaufen. Sehr schön. Oh, wir können noch mehr machen. Aber gut, bevor wir das machen, würde ich sagen, beende ich hier erstmal die Aufnahme. Und sag bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Black Flag. Ciao, ciao.